Ich weiß. Eigentlich hätte jetzt ein Lego Star Wars Set noch gekommen. Aber ich habe diesen Lego City Kran, diesen Lego City 60324 mit 320 Teilen, zwei Minifiguren und drei kurzfristige, schnelle Funktionen gesehen. Und ich musste den halt einfach mal haben, weil es halt einfach ein Kran, weißt du? Deswegen habe ich mir den besorgt auf Amazon. Normalerweise kostet der 39,99 UVP, aber Amazon aber für 25 Euro. Und da habe ich dann einfach mal zugeschlagen und mir den mal einfach mal selber genau angeschaut. Und ja, ich habe, nachdem ich ihn fertig gebaut habe, 15 Minuten lang habe ich mit dem rumgespielt, habe ich meinen vollsten Spaß gehabt. Bauplatte rauf, runter, Straße rauf, runter, links, rechts, vorne, hinten, vorne üben. Hat echt Spaß gemacht, du. Aber zu den Funktionen kommen wir jetzt. Aber vorher müssen wir hier noch diesen langen Kran hier sehen, der nach oben steigt. Hier, man sieht auch diesen schwarzen Technikbrick, den kann man immer hoch noch ziehen, um den Kran noch höher zu verlängern, als er schon ist. Ach, das sieht einfach so schön aus, oder? Das gehört einfach zur Lego City Stadt dazu. Und jetzt sehen wir hier in Live-Action, auch wenn es kein Live ist, wie wir hier mit dem Kran den Haken, die Straßenbauplatte versuchen zu erwischen, aber manchmal funktioniert es nicht so, deswegen muss man mal mit der Hand anhelfen. Zack. Aber jetzt, drauf mit dem Ding. Ja. Schön nach oben. Wunderbar. Keine Probleme. Ach, das macht einfach so Spaß, oder? Also ich finde es richtig spaßig. Da kann man eben diesen Teil noch drehen, aber das hat immer so eine Einrast-Funktion mit drin. Es läuft also jetzt nicht so in einem flüssigen 360-Grad-Radius. Sieht doch einfach echt wunderschön aus als in der Baustelle. Und hier sehen wir jetzt also das hintere Zahnrädchen. Mit dem können wir das Seil rauf und runter fahren. Jetzt setzen wir erstmal die Bauplatte ab. Und dann wieder hinauf damit. Mit dem vorderen Zahnrädchen, wie man jetzt sieht, kann man eben diesen, kann man, wie man es fachmännisch nennt, aber diesen Kranteil halt rauf und runter neigen. Funktioniert alles wunderbar. Dann sehen wir halt noch diese roten äußeren Stangenstreben oder so, mit dem sich der Kran fest auf dem Boden hält. Und das war's auch schon mit den Funktionen. Es ist eine kleine Angelegenheit, gibt es da auch nicht viel zu sagen, gibt es auch keine Hintergrundinformation dazu. Mir hat es auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ich habe auch nur weiter meinen Spaß, aber der wird jetzt erstmal dann in den Verkauf dann wieder gehen, weil persönlich habe ich keinen Einsatzzweck dafür. Der gehört auf einer Baustelle, auf einer Lego City Baustelle. Daher in dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem richtigen Lego Star Wars Set Review. Bis dahin!